Wann werden wir wieder tanzen gehen? Wann sehen wir uns wieder? Die Zeit steht einfach still, wie in einem schlechten Film. So, die Konkurrenz schläft nicht. Da wird auch schon fleißig trainiert. Wir spionieren einfach mal ein bisschen. Es läuft noch nicht ganz so gut, wie es aussieht. Guck dir das gut an, Abby. So trainiert die Konkurrenz. Ja, guck dir das gut an. Und wie läuft's so? Naja. Wir sagen, was geht so? Ne? Tippi und ich sind noch wieder ein bisschen zurückgeworfen. Bisschen zurückgeworfen? Ja. Wir sind ein wenig zurückgeworfen. Wir hatten einen kleinen bedauerlichen Trainingsunfall. Ich glaube, ich bin Zibi auf den Fuß getreten. Oh. Und jetzt ist bei ihm alles wieder auf Null gesetzt. Der macht das nicht mehr so gerne. Oh, das ist natürlich blöd. So ganz langsam, also ganz langsam geht's wieder. Also will damit sagen, ja, du bist gut. Wir haben einen kleinen Trainingsrückstand und ich muss Zibi erstmal wieder so ganz langsam gewöhnen, dass er sich das traut. Hm. Kein Hundefehler, Menschenfehler. So ist das, ne? Ja. Schafft ihr es trotzdem? Na sicher, wir wollen Zibi, wir wollen gewinnen, oder? Ja, klar. Wir wollen. Okay. Machen wir uns an die Arbeit, ne? Hier. Komm hier. Wie sind das schwere Bedingungen hier heute? Hm. Sehr voll, Abby. Sehr laut. Sitz. Na, da ist der kleine Mann, ne? Naja, vielleicht schauen wir das drinnen ein bisschen besser. So, alles gut, Zibi. Alles gut, wir kriegen das hin, auf jeden Fall. Hallo, liebe Fräulein Netzer. Da sind wir, der Zibi und ich. Folgendes haben wir zu sagen. Also, zwei Sachen. Die erste ist, auf der Wiese haben wir geübt. Und da ist sehr auffällig meine Mütze. Diese Mütze ist ein Weihnachtsgeschenk. Eine selbstgestrickte Mütze, ein Weihnachtsgeschenk von einer Kursteilnehmerin. Ich habe mich riesig gefreut und heute. Ich auch. Ja, genau. Jede. Wir haben, auch. Ich habe auch eine bekommen. Eine pinkfarbene Mütze geschenkt bekommen. Und ja, noch einmal vielen herzlichen Dank dafür. Dankeschön. Wie geht's weiter mit uns? Also, ich habe auf der Wiese schon kurz erzählt, ne? Der Zibi und ich, wir sind ein bisschen verunglückt. Da kann der Zibi nichts für. Ich bin ihm irgendwie aufs Füßchen getreten. Und seitdem schwächeln wir, ne, Zibi? Wir schwächeln ein wenig, weil ich glaube, der Zibi hat Angst. Und jetzt probieren wir das aber trotzdem und wollen euch zeigen, wie weit wir denn so gekommen sind. Also nicht wundern. Ich würde eher sagen, wir sind ein bisschen rückschrittlich. Aber wir geben unser Bestes, Zibi, ne? Wir zeigen jetzt, was wir können. Was für eine Leckerli. So, wollen wir zickzack machen? Zickzack, du brauchst keine Angst zu haben. Alles ist gut. Warte, und zick, da, ach zick. Komm hin, komm hin. Zick, zick, jawohl. Und zack. Jawohl. Prima. Und zick. Hier. So, komm her, weiter. Kannst du hinlaufen, alles ist gut. Und zack. Hier. Da, komm her. Zibi. War aber letzte Woche besser. Und zick. Komm her. Prima machst du das. Und zack. Komm her. So, komm her. Komm her. Eine Abschlussrunde. Eine Abschlussrunde. Ja. Prima und hinsetzen, du bist fein. Wenn auch langsam, ne? Wenn auch langsam. Ihr seht,
Wir sind nicht so flott unterwegs. Der Zibi hat Angst. Und ich auch, dass mir das nochmal passiert. Wir bleiben auf einem langsamen Start. Wir geben aber nicht auf. Wir geben nicht auf. Wir haben vielleicht ein kleines Training, einen kleinen Trainingsrückstand. Macht aber nichts. Wir bleiben dran. Und wir sehen uns. Bis dann. Ciao.